Dinge haben einen gewissen Wert und diesen Wert muss man unbedingt aufrechterhalten. Das ist nicht ein monetärer Wert, sondern das ist beispielsweise eine Geschichte. Das Gute Ding ist ein Kollektiv von unterschiedlichen Gestaltern, Architekten, Kommunikationsdesignern, die sich zusammengefunden haben, um gemeinsam Projekte miteinander zu machen. 2014, da sind wir zusammengekommen durch einen Sturm, der hier in Düsseldorf stattgefunden hat. Ein fataler Sturm, wo tausende von Bäumen umgefallen sind. Da war so eine alte Frau, die stand da fassungslos daneben und hat halt wirklich gesagt, diesen Baum kenne ich, seitdem ich klein bin, da habe ich als Kind drunter gespielt. Wir müssen doch als Gestalter eine andere Lösung finden als das, was die Stadt tut, nämlich die Dinge zu zerschneiden, zu zerschreddern. Und da haben wir uns zusammengetan, hingesetzt und haben das Sturmbrettchen erfunden. Es ist jetzt eine Eiche, die ist 179 Jahre alt und stand im Speeschen Graben. Die hat halt schon im Ersten Weltkrieg gestanden und im Zweiten Weltkrieg gestanden. Hier steckt halt der Granatsplitter drin. Dann waren es am ersten Tag wirklich schon 250 Bestellungen, am zweiten 2500 und nach 4 Wochen 17.000 Bestellungen. Wenn man dann ausgezeichnet wird als Kreativpilot, dann ist es schon auch ein Beweis dafür, dass diese Idee schon die Richtigkeit hat und man sollte dann die Chance nutzen, wirklich das auch zu machen und das ernst zu nehmen. Geschichten sind immer in Dingen drin. Uns ist es wichtig, diese Geschichten sichtbar zu machen. Wenn man sich in der Stadt bewegt oder wenn man sich im Alltag bewegt, sieht man Dinge, die einen beschäftigen. Der Kran hat so eine wunderbare Geschichte in sich. Er hat so viel Wasser schon den Rhein hinunterfließen gesehen. Wir wollen ihm wieder neues Leben einhauchen, weil wir gerade das Gefühl haben, dadurch, dass keiner sich für ihn verantwortlich fühlt, ist er dabei zu verrotten und damit dann irgendwann als Wert der Gesellschaft verloren zu gehen. Ich glaube, Innovation oder Kreativität entsteht immer da, wo normale Abläufe hinterfragt werden oder zu einem Ende ihrer Wirksamkeit kommen. Bei uns hat sich gezeigt, dass man diese Ideen auch wirklich leben muss. Und wenn man sich dahinter klemmt und es macht, wird es erfolgreich.